Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, heute möchte ich euch zeigen, was in diesem Buch hier drinnen steht und wie wichtig es ist, dass man selber reinschaut. Und letztendlich werdet ihr nach diesem Video auch wissen, wie ihr mit euren Sorgen umgehen sollt. Ich möchte einen Bibelvers rausnehmen und zeigen, was man aus einem Vers alles rausholen kann. Und was eigentlich alles dazu gehört und euch das Ganze ein bisschen schmackhaft machen, weil das kann richtig Spaß machen, in diesem Buch hier zu lesen. Ich habe einen Vers und zwar 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7. Luther übersetzt das so: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So, ich kann natürlich diesen einen Bibelvers nehmen: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Könnte man so stehen lassen. Aber da gehört noch etwas dazu. Und darum ist es so, so wichtig, dass wir, wenn wir Bibel lesen, auch die umliegenden Verse mit hineinpacken. Ja, weil dadurch eröffnet uns sich uns ein viel breiteres Spektrum, wo wir noch tiefer in Wahrheiten hineinkommen können, weil da noch was dazugehört. Ja, bei Verheißungen sind manchmal Bedingungen dran geknüpft. Und so gibt es verschiedene kleine Nuancen, die wir aber erst dann erkennen, wenn wir weiterlesen. Ja? Und darum nehme ich jetzt den vorigen Vers dazu aus der Elberfelder, den Vers 6. Da heißt es: Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. So, was heißt jetzt demütigen? Demütigen heißt niedrig machen. Ja? Das heißt aber jetzt nicht, dass wir uns runterkanzeln sollen, sondern es geht darum, wie Gott uns sieht, ja. Und wenn wir uns jetzt vergleichen mit Gott, dann sind wir in Niedrigkeit, wir sind in Sünde, wir sind in Geschöpflichkeit, wir sind in Vergänglichkeit, ja. Und das gilt es anzuerkennen. Das hängt mit diesem Wort demütig zusammen, wirklich anzuerkennen, wer wir sind. Nur, da bleiben wir aber jetzt nicht stehen, ja. Das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite höre ich oft von diesen ganzen Licht- und Liebe-Leuten: Du bist ja Gott, du bist die Göttin, du bist die Göttin. Du hast ja alles in dir, du bist überhaupt nicht abhängig. Das stimmt nicht, ja? Das stimmt nicht, das ist eine Falle von Rumpel. Wir sollen uns, diese Demut sollen wir anerkennen. Jesus hat selbst gesagt: Ich bin demütig, ja? Und Jesus zeigte damit, dass er in der vollen Abhängigkeit von seinem Vater war, als Mensch. Ja. Und Demut bedeutet, das ist die richtige Selbsteinschätzung, die ein Mensch haben sollte, Gott gegenüber. Ja. Und wenn wir Gott anschauen und wenn wir uns anschauen, wir sind, ja, wir sind nichtig, wir sind sündig, wir sind böse. Ja, das soll aber jetzt nicht in die Selbstverachtung hineinführen. Bitte mich hier nicht falsch verstehen. Ja. Im Vergleich zu Gott sind wir das. Ja. Aber durch dieses Wort hier dürfen wir weiterschauen. Wir sind nämlich Kinder Gottes. Ja? Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir das Recht, Kinder Gottes zu sein und Erben. Wir sind Königskinder. Ja? Aber nie vergessen die Demut, Gott und wir. So demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Das heißt, wenn wir uns demütigen, erniedrigen unter diese mächtige Hand Gottes, dann werden wir erhöht. Ja? Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden, steht ja auch in der Bibel drinnen. Jetzt kommt noch ein Zusatz zur rechten Zeit. Nicht sofort. Wir hätten es natürlich immer gleich sofort. Und am besten noch gestern, ja. Diese unangenehmen Zustände sind nicht schön. Die will man sofort weg haben. Aber Gott weiß die richtige Zeit. Das griechische Wort ist Kairos. Ja, das müssen wir jetzt unterscheiden. Kairos und Kronos. Kronos ist eine bestimmte Zeit. Ein bestimmter Zeitablauf, aber Kairos ist die Günstigkeit oder Notwendigkeit eines Zeitpunkts, ja, da steckt schon was drinnen, Notwendigkeit, da wird die Not gewendet, eines Zeitpunktes, an dem etwas getan wird. Ja. Es ist der Zeitpunkt, die richtige Zeit von Gott bestimmt, ja, die bestimmt Gott die Zeit, wann wir da erhöht werden und erhört werden. Er weiß es besser, glaubt mir das. Da gibt es noch ein Vers mit der richtigen Zeit. Im Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit heißt einfach mit Mut, mit Zuversicht hintreten vor den Thron Gottes,
damit wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen zur rechten Zeit oder zur rechtzeitigen Zeit. Ja. Die Zeit bestimmt Gott. Ja. Noch ein kleiner Zusatz, der Thron der Gnade. Es gibt einen anderen Thron. Es gibt den Thron vom Richter. Ja. Das ist der Thron von Jahwe, auf den er sich gesetzt hat. Und von diesem Thron fließt ein Feuerstrom. Das Feuer, zu dem kommen wir nachher noch. Ja. Aber das ist der Thron der Gnade, der Barmherzigkeit. Und dort dürfen wir hin, sollen wir. Ja. So, jetzt sind wir wieder beim Petrus. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und jetzt kommt der Zusatz, nämlich indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das ist Demut. Ja. Das heißt, dass ich auch anerkenne, dass ich nicht alles kann. Ich bin abhängig. Ja. Und werfen, dieses Wort ist ballo. Das heißt, tragen, bringen, werfen. Und für mich ist das im deutschen Sprachgebrauch irgendwo eine Steigerungsstufe. Tragen, bringen und werfen ist schon schnell, ja, schnell werfen, ja. Also die Sorgen, da ist jetzt etwas, die Sorgen sollen wir auf ihn werfen, denn er ist ja besorgt für euch. Was heißt dieses Wort besorgt sein? Besorgt sein heißt melo, ja, das heißt besorgt sein, jemand kümmert sich darum, ja. Und ich setze da in Klammer, der Papa wird schon richten. Wir sind ja Gottes Töchter und Söhne. Und dieses Werfen, für mich hängt dieses Wort Werfen zusammen mit Ball. Ja? Und es gibt kleine Bälle, es gibt größere Bälle, es gibt noch größere Bälle und es gibt noch größere Bälle und es gibt ganz große Bälle, ganz große Sorgen, ja, die uns dazu geworfen werden von Rumpel. Und ihr kennt es vielleicht, wir haben das früher gespielt als Kinder, das Spiel Feuerball. Ja, das war, da waren eben zwei Parteien oder zwei Einzelpersonen und da gab es den Ball und der wurde dir zugeworfen und du hast so schnell wie möglich diesen Ball wieder wegwerfen müssen, weil der war feurig. Das war ein heißer Ball und so schnell wie möglich den wegwerfen. Ja? Und so ist es bei uns auch, wenn Satan uns diese Bälle zuwirft, sollen wir so schnell wie möglich weiterwerfen. Ja? Ich habe einmal Tennis spielen gelernt und auf dem Tennisplatz hat die Tennislehrerin eine sogenannte Ballwurfmaschine gehabt. Das war eine Maschine und die hat Bälle mir zugeworfen. Da war das Netz dazwischen, da drüben war die Ballwurfmaschine, ich war da. Die Maschine hat mir einen Ball zugeworfen und ich habe dann in der richtigen Weise diesen Ball eben zurückschmeißen müssen oder übers Netz halt. Und es gab dann einen Hebel, da konnte man diese Ballwurfmaschine steuern. Das heißt, man konnte das schneller drehen. Ja? Und je nachdem, wie der Spieler ist, umso mehr hat sie dann das Tempo erhöht. Und wenn sie dann ganz eine gefinkelte war, dann hat sie mal voll aufgedreht und dann sind die Bälle gekommen, einer nach dem anderen. Das heißt, du bist am besten nur schnell davon gelaufen, weil sonst konntest du dich nicht erretten von den vielen Bällen. Aber so ist es im Leben auch. Ja, so ist es im Leben auch. Manchmal kommen kleine, manchmal größere Bälle und manchmal schießt der eine nach dem anderen auf uns ab. Diese Sorgen, die er uns da zuwirft. Ja? So, noch einmal zurück zu unserem 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, heißt es dann, seid nüchtern und wacht. Was heißt dieses Nüchternsein? Dieses Nüchternsein heißt, sich von Alkohol enthalten, keinen Wein trinken. Ja? Und da gibt es ein Wort, das heißt Krepale, das heißt so viel wie Kopfschmerz und Rausch. Das hängt zusammen, ja. Auf dem Rausch kriegst du den Kopfschmerz. Ja? Das ist ein stechender Schmerz, das ist eben die Wirkung von übermäßigem Weingenuss im Kopf. Und dieses Wort Krepale setzt sich zusammen aus zwei Sachen, nämlich von Kreinon, das ist der Schädel, und vom Pallo, nicht Ballo, sondern Pallo, das heißt verwirren. Ja? Sieht man schon, durch den Rausch ist der Kopf verwirrt, durch den Wein. Und das bringt dann natürlich, dieser Rauschzustand hat dann eine Nachwirkung von Missstimmung, Unlust und bläh, ja. Und jetzt ist interessant, dieses Wortspiel Schädel kommt sowohl in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes vor. In allen Evangelien kommt dieses Wort an derselben Stelle oder im selben Zusammenhang vor. Nämlich,
Die Kreuzigung von Jesus. Ja, und da, ich nehme jetzt den Markus raus, Markus 15, 22, da heißt, und sie bringen Jesus nach der Stätte, die heißt Golgatha, was übersetzt Schädelstätte heißt. Und ich frage mich, ist das ein Zufall? Ich glaube das nicht, nein. Es stecken so viele Dinge in der Bibel drinnen und wenn wir da nachdenken drüber, dann erkennen wir diese ganze Tiefe, die Zusammenhänge, die da wirklich damit zusammenhängen, ja. Und das heißt, das ist da die Stätte, wo der Kopf, der Schädel nicht mehr verwirrt werden kann. Das sehen wir gleich, ja, weil Rumpel versucht bis zum Schluss bei Jesus, ja. Weil wenn wir den Vers 23 dazu nehmen, heißt es hier, und sie geben ihm Myrrhe, manche übersetzen es auch mit Galle oder Essig, es war ein betäubendes Mittel, ein verwirrendes, betäubendes Mittel, ja. Sie gaben ihm mit Myrrhe gemischten Wein, so und das ist jetzt der Wein. Was macht Jesus? Er nahm ihn nicht. Er musste sich den klaren Geist behalten. Der Kopf musste klar bleiben. Ja. Und dieses Wort, Kreipale, dieses Rausch, Kopfschmerzen, dieser verwirrte Kopf, den haben wir noch einmal. Lukas 21, 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei. Ist aber falsch übersetzt, das heißt eigentlich Rausch, das ist dieser Kreipalle, Rausch, Kopfschmerz, ja, und Trunkenheit und Lebenssorgen. Das heißt, wir sehen, dass durch gewisse Dinge das Herz beschwert wird. Ja, die Lebenssorgen, die wissen wir, die werfen wir gleich auf Jesus, ja. Und das andere, das ist der Wein, das ist der Rausch, der Kopfschmerz, ja. Und es gibt viele Bedeutungen für Wein, aber ich möchte heute eine spezielle Bedeutung für unsere Zeit herausnehmen. Was ist der Wein heute für uns? Dieser geistige Wein, ja. Mediales Junkfood oder vollwertige geistige Nahrung. Das können wir uns aussuchen, ja. Und darum betone ich, dass es ist so, so wichtig, dass wir jeden Tag in dieses Buch da reinschauen, ja. Und ich möchte das jetzt einmal bestätigen oder bestätigen mit einem Zeugnis von einer Dame, die unseren 6-Punkte-Workshop gemacht hat. Ja, der 6-Punkte-Workshop stelle ich euch auch unten rein. Das ist einfach das ganze Neue Testament kurz zusammengefasst in diesen 6 Punkten. Und die hat den Workshop gemacht und hat darin ein Zeugnis gegeben. Und das möchte ich euch jetzt kurz vorspielen. Ja? Und zwar... Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Ja, die liebe Hulda hat mich gebeten, das nochmal zu sagen, was ich gestern im Workshop gesagt habe, wie Jesus in mir wirkt. Und das ist einfach so schön zu sehen, weil ich habe so das Gefühl, wenn seit er wirklich in mir ist und seit ich ihn in mein Leben hineingelassen habe, dass quasi alles von selbst geschieht, was er aus mir machen will, was er auch aus mir rausbringen will. Und dass man gar nicht mehr irgendwie irgendetwas forcieren muss, weil es von selber geschieht. Es geht einfach darum, dass wir uns hingeben und dass wir das nehmen, was er uns präsentiert, was aus uns rauskommt. Und so ist es zum Beispiel so, dass ich nie die Bibel lesen wollte. Also ich habe hier die dickste Schlachterbibel der Welt in Großdruck. Und ich habe da ab und zu mal reingeguckt und direkt wieder zugemacht, weil es mich einfach überhaupt nicht angesprochen hat. Und auch wenn Hulda so oft gesagt hat, lese die Bibel, dann habe ich es trotzdem nicht gemacht. Ja, und dann kam, ist es mir zugefallen, von Gott zugefallen, dass eine Freundin mir eine Pocket-Bibel geschenkt hat. Und es ist die neue Genfer Übersetzung. Ich schlag diese Bibel auf und ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe dann an einem Tag das Markus-Evangelium komplett gelesen. Ich habe mich an den See gesetzt und ich habe einfach nur gestaunt, wie Jesus ist. Das wirklich mal schwarz auf weiß zu lesen, zu spüren, was in diesen Worten steckt und darüber nachzusinnen. Auch wenn ich dann erstmal was nicht so verstanden habe, dann wirklich nachzuspüren, wie ist das gemeint? Und auch den Heiligen Geist zu bitten, dass er mir dabei hilft, das zu verstehen. Denn ja, er kann mir ja die Weisheit geben, die ich dann mit meinem menschlichen Verstand noch überhaupt nicht habe. Das ist das eine. Und
Ja, dann merke ich halt einfach auch, dass an mir irgendwie gearbeitet wird. So habe ich jetzt nachts, einmal hatte ich, ja, bin ich irgendwie eingeschlafen und dann habe ich gespürt, dass an meinem Kopf irgendwas gemacht wird und das hat mir Angst gemacht. Dann bin ich wach geworden und hatte Herzrasen. Dann habe ich gebetet und auch, ja, proklamiert und dann ist es besser geworden. Ich spüre also wirklich, wenn ich mit Jesus in Verbindung bin, auch wenn ein akutes Symptom da ist, wie zum Beispiel mit diesem Herzrasen, das ist sofort sich verändert. So, bis hierher, das ist Zeugnis, ja. Es tut sich was. Warum? Warum? Ganz einfach. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Da steckt Leben drinnen und Leben ist immer Bewegung, ist immer Veränderung und Geist auch, ja. Das heißt, das wirkt auf unseren Geist. Und in Jakobus 1,21 heißt es ja auch, nehmt das eingepflanzte Wort an, das eure Seelen zu erretten vermag. Ja? Und dieses eingepflanzte Wort ist ein bisschen komisch übersetzt worden, weil eigentlich würde es heißen, dieses eingehauchte Wort. Ja? Und wir wissen ja, Wind, Hauch, Geist ist dasselbe Wort. Das heißt, in dem Wort ist der Geist drinnen und der bringt uns Leben, Veränderung. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass man das liest und aufnimmt, die richtige Nahrung. Ja? Tut man das nicht, ist das eigentlich so, als würde man den Heiligen Geist den Mund verbieten. Ja, wenn die Bibel geschlossen bleibt, kann Gott nicht reden zu mir. Gib Ruhe, gib Ruhe. Ich will es nicht hören. Ja. Was ist unser Wein heute? Ja, was ist unser Wein heute? Facebook, Telegram, diese ganzen Nachrichten, diese ganzen Kanäle, ja. Und Wein? Wein wissen wir, Wein hat eine berauschende Wirkung. Das sagt uns dieses griechische Wort Oinos in der Bibel. Ja. Und der Wein wird auch verwendet in der Bibel für diese ganzen heidnischen Gebräuche, Sitten, aber auch Götzendienst. Ja. Und das heißt auch, es steht für die Teilnahme an den Sünden und am Götzendienst der Stadt Babylons, die ja eine berauschende Wirkung hat und für die Sache Gottes eine betäubende Wirkung. Das heißt, wenn wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, haben wir diesen Rausch, diesen Kopfschmerz, ja, der uns verwirrt, der uns auch für die Sache Gottes betäubt. Ja. Was ist Babylon? Babylon ist ein Bild für die gottlose Weltkultur und Weltschau Anschauung unserer letzten Zeit, was die Welt heute macht. Ja. Und darum heißt es ja, ich bin der Welt, die Welt ist mir gekreuzigt, ja, ich für die Welt und die Welt für mich durch Jesus Christus. Das heißt, wahre Nachfolge ist Absage und Rückzug aus der Welt von diesem ganzen Schmarrn da draußen, ja. So, nochmal zurück zu unserem Petrus. Seid nüchtern und wacht. Was heißt dieses Wachen jetzt? Das griechische Wort ist Gregorio, heißt wachen, wach bleiben im geistigen Sinn, ja. Das kommt von Aegero, das heißt wiederum aufwecken. Das heißt, man wird aufgeweckt, man wird auf seine gefährliche Lage aufmerksam gemacht und erinnert sich dran an das Rettungsangebot Gottes, das ja aus dieser Lage helfen kann. Ja, das ist eben dieses Evangelium. Ja. Und da gibt es noch eine Stelle, wo dieses Wachen vorkommt. Im 1. Thessalonicher 5,6. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Ja. Lasst uns nicht schlafen, sondern wachen und nüchtern sein, keinen Wein trinken, nicht diesen Wein von den Junkfood-Videos, Kanälen, ja, nüchtern sein. Und dieses Wachen im biblischen Sinn, dieses Wort bedeutet, es ist die Konzentration auf Gottes Offenbarung oder auf das Wissen um Rettung. Es ist ein Wissen um Rettung, ja. Das heißt, was sagt Gott in dieser Situation jetzt dazu? Was ist die Lösung? Wir haben einen Erlöser. Ja, und er hat eine Botschaft. Und diese Botschaft ist das Evangelium. Was ist das Evangelium? Noch einmal. Das Evangelium ist die Botschaft vom Reich Gottes und der Rettung, Rettung, Befreiung und Heilung durch Jesus Christus. Darum ist es ja eine frohe Botschaft oder eine frohmachende Botschaft. Das ist die Lösung, ja. Und das ist Wissen. Das muss ein Wissen sein, nicht eine Hoffnung oder ein Glaube, sondern ein Wissen, ja. So, dieses Wachen heißt auch, es ist eine Aufmerksamkeit auf drohende Gefahren, das heißt, wenn die Bälle da auf uns zufliegen,
die mit bewusstem Ernst und wachem Sinn alle Müdigkeit und alles Nachlassen in der Intensität des Glaubens und des daraus folgenden Verhaltens von sich weist. Ja? Das heißt, wir sollen da eingeschläfert werden. Ja? Und das geht dann wirklich in die Richtung, dass man müde wird und im Glauben nachlässt. Und das zieht dann dementsprechende Folgen nach sich, wie man dann eben anders lebt, wenn man nicht mehr, man wird müde, ausgelaugt, ja, und es lässt alles nach. Drum wachen müssen wir, ja. Und Jesus sagt ja, in den Endzeitreden gebietet er das oft, ja, dieses Wachen und Vorbereitetsein. Drum sagt er oft, seid bereit, ja. Seid nüchtern und wacht. Warum? Lesen wir weiter. Das ist das Wichtige. Das steht ja nicht einfach so da, seid nüchtern und wacht. Ja, okay, nüchtern sein und wachen ist ja eh schon ein. Wenn wir das jeden Tag beachten, dann haben wir eh genug zu tun. Ja? Aber warum? Das hat ja einen Sinn. Und da kommt dann die Begründung. Denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So, der Widersacher, er hat ja verschiedene Namen. Der Widersacher wird dann verwendet, wenn es um rechtliche Dinge geht. Das heißt, er ist hier ein Verkläger, er hat das Recht, uns hier anzuklagen. Ja? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das griechische Wort, und jetzt kommt es, für Teufel ist Diabolos. Das kommt von Dia und Ballo, von Werfen. Ja. Er ist es, der uns diese Bälle zuwirft. Und er wirft auch alles dann durcheinander, ja. Dieser Teufel ist der Verursacher von allem Bösen und der Oberste von den bösen Geistern. Ja. Das heißt, Satan ist der Verursacher von allem Bösen. Ja. Wird auch Hoponeros genannt, der Böse. Er ist der Verursacher, das heißt, es gibt eine Ursache. Ja. Das ist der sogenannte der Köder des Feindes. Das sind diese Triggerpunkte, die er da so gerne bei Menschen drückt, damit man dann in der Sünde fällt. Ja. Das heißt aber, Satan ist nur die Ursache. Aber ob ein Mensch darauf reagiert oder nicht, das hängt von ihm ab. Erst dann, wenn er reagiert, freut sich der Verursacher, weil dann wird der Mensch, der es getan hat, da ist der Verursacher. Aber der das wirklich dann macht, der Schuldige, ist der Sünder, der Mensch. Das sind dann wir, wenn wir darauf einsteigen, ja. Das heißt, er tut dann Sünde und dann ist der Ankläger da. Dann klagt er uns an und dann ist der rechtliche Anspruch da, den er hat auf uns. Ja, und wenn es heißt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, das heißt, der Löwe brüllt. Auf der anderen Seite brauchen wir hier nicht erschrecken. Er soll nur brüllen, ganz laut. Aber er frisst uns nicht. Er kann uns nicht fressen. Ja? Er brüllt nur, er will uns nur erschrecken. Er will uns nur... Ja? Wir brauchen nicht erschrecken. Ja? Wen kann er verschlingen? Kann er dich verschlingen, wenn er so laut brüllt? Was tue ich jetzt dagegen, wenn er brüllt? Nächster Vers, Vers 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben oder im Glauben. Das ist der Widerstand. Ja? Aber was glaubst du? Wer du bist? Ja? Weißt du das? Und ich möchte eine Bibelstelle jetzt noch dazu nehmen, die das Ganze eigentlich noch einmal wiederholt, diesen ersten Petrus. Und zwar Jakobus 4, Vers 7. Da heißt es auch, unterwerft euch nun Gott, ja, oder demütigt euch Gott. Widersteht aber den Teufel und die Folge davon, er wird fliehen. Ja, da geht es noch weiter. Das heißt, das ist das Wunderbare. Man soll jetzt nicht nur eine Bibelstelle nehmen, denn wenn wir eine Konkordanz nehmen und jetzt das Wort widerstehen nehmen, ja, auf der einen Seite haben wir im Stehen, widersteht dem Teufel und da steht aber drinnen, wenn wir widerstehen, dann flieht er. Und das ist das Interessante beim Bibellesen, dieses tiefe Hineinforschen in die ganze Materie, in die Wörter, in dieses Zerpflücken, weil dann eröffnet sich eine Wahrheit nach der anderen, ja. Darum braucht man dieses Junkfood gar nicht mehr da draußen. Wenn wir das hier wirklich machen, dann das erfüllt uns, das verändert uns und das ist die wahre geistige Speise. Ja. Genau, und dann heißt es hier weiter, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ja, also gleich wie der Petrus. So, und jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Wenn ich jetzt die Sorgen, die mir zugeworfen werden, gleich, schnell, Feuerball, ja, auf Christus geworfen habe. Ich habe sie auf Christus geworfen, ja. Ich werfe die jetzt auf Christus. Die sind jetzt weg. Die sind jetzt bei Christus, ja.
Das ist wichtig, das zu wissen und sich zu merken, weil die sind dort. Das heißt, wenn sie dort sind, werde ich nicht mehr drüber reden. Ich schenke denen keine Beachtung mehr. Sie sind ja nicht mehr bei mir, sie sind ja weggeworfen. Ich habe es ja nicht mehr, die Sorgen, ja? Ich schenke dem keine Beachtung mehr. Und wenn jetzt Rumpel herantritt und das noch einmal verstärkt, dann sage ich zu ihm, was geht mich das an? Das ist bei Jesus. Mach es dir mit ihm aus und von mir zisch ab. Ja, interessiert mich nicht mehr. Ich habe sie weggeworfen. Ja, das heißt, wenn dieses Gedankenspiel von unten kommt, ich hab's ja nicht mehr, ich ist ja schon weg. Ja, was ich in solchen Situationen mache, wenn der Widersacher an mich herantritt, ich mache da auch noch eine körperliche Zusatzübung vielleicht dazu. Ja, dieses so Gottigkeit, jetzt bist du schon wieder da, aber mit diesen, das ist was Nonverbales, hat aber für mich auch eine Bedeutung. Das heißt, ich atme kurz ein, aber ich atme lang aus. Und wir wissen ja, Atem, Wind und Geist ist dieselbe Bedeutung. Das heißt, für mich geht das auch raus. So, das ist für mich, das zwei Bedeutungen, so Gottigkeit, raus, weg, ja, zu Jesus. Und jetzt ist er schon wieder da. Er checkt es nicht, ja. Manchmal müssen wir das ihm öfters sagen: Ich habe die Sünde, ich habe die Sünde nicht mehr oder ich habe das Problem nicht mehr, die Sorge habe ich nicht mehr, ich habe es weggeworfen. Es ist auf Jesus, ja. Geh zu ihm und mach es dir mit ihm aus. So viel zu dem heutigen, was ich jetzt noch im Anschluss machen möchte. Wir dürfen, weil uns Gott große Türen aufgemacht hat mit unseren englischsprachigen und französischsprachigen YouTube- und Telegram-Kanälen, dürfen wir das Evangelium in die Welt hinaustragen. Dort sind viele Menschen in der Welt draußen, in verschiedenen Kontinenten von Afrika, Mexiko, Australien und, Kalifornien, Saudi-Arabien. Und diese Menschen sind zum Teil sehr arm und können sich keine Bibeln kaufen. Und deshalb möchte ich hier einen Spendenaufruf machen. Es gibt unten ein PayPal-Konto, da könnt ihr hinspenden und da können wir dann dafür Bibeln kaufen. Ja, für 10 Euro, wenn jeder 10 Euro spenden würden, könnten wir um 10 Euro einen da unten Bibeln kaufen, unseren schwarzen Schwestern und Brüdern. Ja. Es gibt auf meiner Webseite jetzt eine neue Sparte, und zwar Spenden. Und dort könnt ihr reinschauen, da sind nämlich die Fotos drinnen von den Pastoren, wie sie die Bibel bekommen, beziehungsweise in der Gemeinde austeilen. Ja, damit ihr als Spender wirklich seht, dass das Geld dorthin kommt, und das sind eigentlich die Beweise dafür. Und es ist so eine Freude, dass wir daran teilhaben können. Ja, auf der einen Seite, und auf der zweiten Seite zeigen wir euch, also wir wollen diese Freude eigentlich wirklich mit euch teilen. Ja. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch gottesreichsten Segen, indem ihr das tut, mit den Bällen so schnell wie möglich wegwerfen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer gottesreichsten Segen.